saying how you feeling right now. Saying how you saying. Show me how I look in your heart. Better look amazing. Better look amazing. Better look amazing right now. Saying how you feeling right now. Saying how you saying. Part of me, I'm here to live it. Side of me, a lot to give here. People want it that bad here. Before they have a pot to piss here. Mattress on the floor, Balenciaga's on their feet. They just keep up with the Joneses, but the Jones ain't trying to keep. They try to break you. So wie ist das beim Badangeln, wenn man pinkeln muss? Lass mal laufen, oder? Wie bei der Tour de France? Ja, genau. Ich hab so einen kleinen Beutel hier, mit einem Katheter, quasi nur halt vor der Abend. Du hast da einen kleinen Beutel, ne? Man muss halt echt aufpassen, was man sagt. Ja, manchmal. Man muss wirklich aufpassen. Ja. So wie zum Thema kleiner Beutel, ne? Okay. Bei mir hat's nicht geknackt. Jetzt hast du dein Opening gedreht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Release It Fishing Movies. Wie ihr seht, Marc Tarkowski wieder dabei. Ihr bekommt eine leichte Überdosis. Zu meiner Rechten Florian Ambrosius. Ich bin der Flo. Ich angel erst seit anderthalb Jahren und ich bin in der Hinsicht total dankbar, dass Corona mir dieses tolle Hobby beschert hat. Also ja, seitdem ich dann meinen Schein habe, bin ich sehr viel, sehr häufig am Wasser und darf tolle Leute kennenlernen. Unter anderem ja auch den Typen da hinter der Kamera, der das sehr, sehr schön macht. Also danke dir, Tim, dass ich heute dabei sein darf. Ohnehin habe ich heute meinen Fanboy-Moment mit Marc. Der ist anglerisch schon jemand, zu dem ich dann auch aufschaue und ganz viel lernen kann und so. Also toll, dass ich dabei sein darf. Ja, ein paar von euch kennen mich vielleicht. Ich bin so ein Fernsehtyp, mache Moderation seit vielen, vielen Jahren. Wir hatten heute die Option, entweder Kristallika zu spielen oder angeln zu gehen. Wir haben uns fürs Angeln entschieden und das ist auch gut so. Und bestens ausgestattet. Ja, vielen Dank. Du hast ja gesagt, ich soll eine Warthose mitbringen, habe ich gemacht. Ja, ne? Sehr schön. Ist tatsächlich das erste Mal, dass ich Wartfischen gehe heute. Und also die ersten paar Meter waren noch so ein bisschen wackelig, aber sehr, sehr angenehm. Also es wird geil, ich freue mich total. Ja. Was steht an? Ja, wir angeln heute im See auf Winterbarsche, auf richtig dicke Winterbarsche, aber du hast ja schon ein paar dicke Barsche auch gefangen in deinen anderthalb Angeljahren. Ja, ist aber auch schon wieder ein Jahr her, also es wird Zeit. Okay, cool. Ja. Nein, wir hoffen mal, dass wir was erwischen. Im Moment ist es ein bisschen schwierig, aber ich bin guter Dinge. Wir sind motiviert. Wie viele Barsche hast du die letzten 7 Tage gefangen? Die letzten 7 Tage 4. Und 4 davon gestern. Klingt sehr vielversprechend auf jeden Fall. Was hast du noch dabei? Außer meiner Warthose, meinst du? Ja, genau. Also, wir haben noch ein Gewinnspiel vorbereitet. Es gibt was für euch zu gewinnen. Neuke hat fleißig gepackt. Es gibt ein Köderpaket. Was ihr dafür tun müsst, das erzählen wir euch später. Jetzt gehen wir erstmal angeln. Machen wir. Gut, viel Spaß beim Zuschauen. Marc, du wolltest noch was sagen? Nö. Nee? Okay. Ich will angeln. Wolltest du jemanden grüßen, oder? Ich starte hier jetzt mit einem Jerkbait, viele Deutsche sagen auch Twitchbait, und einem kleinen Squeal. Das Wasser ist hier ziemlich lange flach, das heißt, es schrubbt da viel über den Boden, das stört aber gar nicht. Das kann oft so Reaktionsbisse, Aggressionsbisse auslösen. Dadurch twitche ich meinen Köder jetzt am Anfang erstmal ganz normal nach unten. Wenn ich mehr in den Uferbereich komme, hebe ich die Rute an, dass ich nicht zu sehr in den Grund fahre. Hier ist der Untergrund sehr sandig, ein bisschen kiesig, da gibt es auch keine Hänge. Und ich hoffe, dass die Barsche jetzt mal Bock darauf haben. Aber sag mal, die Barsche sind dann das ganze Jahr hier? Ja, viele Fische sind das ganze Jahr am See. Einige ziehen auch raus, also ich denke, es kommen schon viele Fische aus dem Fluss rein. Aber es ist immer wieder, viele Fische sind einfach leben hier im See. Mhm. Du kannst die nämlich auch im Sommer fangen, die großen Fische. Also ich fische hier ganz leicht ein Krebsimitat an einem Freerig. Der Marc hat mir gerade verraten, ich bin noch nicht so in dieser Finesse-Welt zu Hause. Dass es beim Freerig offenbar ganz wichtig ist, wirklich nur ganz leicht über den Boden zu zuppeln. Jetzt wahrscheinlich auch im Winter dann einfach mal einen Köder auch am Boden stehen zu lassen. Nur 2-3 Mal ganz leicht zuppeln, zu warten und dann auch mal wirklich mal anzujiggen. Damit der Köder eigentlich einmal kurz geliftet ist, wieder absinken kann.
Und dann wieder zwei, dreimal zuppeln. Ich taste mich da gerade so ran. Aber ich habe ja den besten Mann hier an meiner Seite, der mir alles erklärt. So, also das ist für mich einigermaßen neu, diese Free-Rig-Geschichte. Mache ich heute dann auch zum zweiten Mal, muss ich dazu sagen. Aber ganz spannende Angelei hier. Riesending zwischen den Beinen. Ja, hab schon Freischnipsen. Hat ich mit Absicht gemacht, damit ihr auch mal Spaß habt. Jetzt kommen mal die Hänger mit so. Das ist ziemlich fest. Einmal Stockfisch für dich. Ja, du kannst hier gleich weitermachen, glaube ich. Ich habe den nicht bewegt. Danke. Oh yeah. Wenn man so einen Hänger hat, da ist wieder frei. Dann kann man so in die Schnur greifen. Nicht über die Rute, über die Rolle. Einfach in die Schnur greifen und anfangen so zu schnipsen. Dadurch schießt die Schnur so nach hinten weg und das hilft oft, dass der Haken sich löst und der Köder freikommt. Oder der Chickkopf sich löst, je nachdem, was man dran hat. Eine ganz gute Technik, um Hänger zu lösen. Da kann man auch ruhig mal ein bisschen hartnäckig bleiben und das oft machen. Und zum Schluss ein bisschen fester. Ich sag mal, 90% kriege ich so eigentlich immer gelöst. Aber oft ist es doch so, dass wenn man einen Hänger hat, also das sieht man, also ich sehe das oft am Wasser, dass die erste Reaktion genau die hier ist. Ja, das ist oder? Der größte Fehler, aber dann ziehst du ihn fest. Oder? Ja. Dann ziehst du ihn fest. Dann ziehst du fest. Wenn du merkst, okay, ist ein Hänger, dann locker lassen und anfangen mit dem Schnipsen. Ja. Wenn er festgezogen ist, ist meistens vorbei. Ja. Lässt man im Zweifel was liegen, ne? Ja. Und eine kleine Bitte an die Angelindustrie. Abhilfe bei kalten Händen bitte. Und zwar möglichst schnell. So geht's. Was Tim dann auf jeden Fall noch braucht, ist ein Fisch oder zwei. Ja. Wenn du das übernehmen könntest, Florian, wäre ich dir sehr dankbar. Guck mal, jetzt ist er schon förmlich. Jetzt kommt schon das Florian raus, weißt du? Gleich fängt er an, mich zu siezen. Ist so. Oh Mann, ey. Herr Paczowski, wenn Sie das dann mit dem Fisch übernehmen könnten. Aufsicht, yes! Alter, Aufsicht hat er den Wuppler genommen. Ey, du hast gerade einen Köder gewechselt, oder? Ich hab gerade Köder gewechselt. Das geht, Alter! Alter! Geil, Mann. Ist das geil! Ist das geil! Ey, Glückwunsch! Danke! Geil, Mann! Was ein Klopper, ey, guck mal! Hat euch den fetten Barsch, Mann. Total geil, oder? Total geil. Total geil. Ja, guck mal, du hast dicke Winterbarsche versprochen. Und einen haben wir jetzt. Da ist er. Im Netz. So, dann machen wir jetzt auch gleich wieder schwimmen. Und dann zeige ich euch mal, wie ich den gefangen habe. Wie Flo schon gesagt hat, als ich eben den Fisch gefangen habe. Ich habe gerade den Köder gewechselt. Mein Squirrel ist mir ein bisschen zu tief gelaufen. Das Ufer läuft hier sehr, sehr flach aus. Auch recht weit draußen. Ich hatte recht weit draußen direkt Kotkontakt. Habe ich jetzt auf den neuen Gamera Twitch von Ganki gewechselt. Der läuft einen guten Meter flacher.
Und der hat mir den Fisch beschert. Und das Coole war, der hat wirklich auf Sicht gebissen vorne. Leider war die GoPro gerade aus. Ich hatte leichte technische Probleme. Und ich sah mein Twitch-Bett kommen und auch immer aus dem Schatten, aus der Mulde unten kam mein Barsch und hat das Ding weg inhaliert. Richtig geiler Biss. Und der Twitch-Bait scheint wieder mal zu funktionieren. Die Rutenaktion beim Angeln mit solchen Jerkbaits und beim Twitchen sollte eher eine, man nennt es Fast, Fast Regular, bedeutet, dass es nicht eben, was viele beim Jiggen mögen, die Spitze ein bisschen Aktion hat und dann die Rute knallhart wird, sondern die Rute sollte eigentlich schon im vorderen Drittel oder sogar in der Hälfte komplett mitarbeiten. Das ist eben diese Fast- oder Fast-Regular-Aktion. Das hat zum einen die Bewandtnis, weil ich eben meinen Köder durch dieses Twitchen, da soll schon vorne die ganze Spitze mitarbeiten. Und wenn der Biss dann kommt, der Fisch, dass die Rute sich schön auflädt und man den Fisch auch gut haken kann. Wenn das zu hart ist, die Fische den Köder nur vorne ein bisschen packen, so spitz. Wenn die Rute hinten zu hart wird, verliert man den Fisch entweder direkt im Anschlag oder spätestens dann im Drill. Deswegen möchte man hier so diese komplette Rutenaktion mitnehmen. Zum einen für die Köderanimation, aber auch später dann im Drill, dass man die Fische dann auch sicher landen kann. Ich glaube, ich gebe dir ein Hardbait. Schrei doch nicht so. Ihr kriegt ja schon Nasenbluten hier, nur weil du einen Fisch gefangen hast. Klar. Gib mir mal ein Hardbait, ist ja gut. Was möchtest du denn haben? Naja, du, also da bist du ja ganz viel wert. Dann sag doch mal, was du fischen würdest. Dann wechsle ich auch die Route wahrscheinlich, oder? Ja, würde ich machen. Aha. Dann brauchst du dein Freerig nicht abmontieren. Ja. Kannst du das einfach drauf lassen. Ich hab dir einen schönen rausgesucht. So. Sehr gut. Spot Minnow. Ich denke, das ist die richtige Tiefe. Dann kannst du auch ein bisschen schneller führen, jetzt auf dem Rückweg. Okay. Und auf welche Tiefe geht der? Ein Meter ungefähr, 1,20 Meter. Okay. Und ich twitch den, ja? Genau, du twitchst den. So wie du das gerade gemacht hast. Ja. Ich könnte ja ein bisschen rüber kommen. Immer schön lockere Schnur und immer schön twitchen. Genau, in die lockere Schnur. Ja, ja. Warum eigentlich? Weil der dann so die Laufeigenschaft entwickelt. Weil er besser ausbricht. Ja. Ja. Aber das erklären wir gleich nochmal für die Kamera. Ja, cool. Danke dir. Gerne. Immer in die lockere Schnur. Immer in die lockere Schnur. Sonst schimpft der Marc. Beim Twitchen ist es, wie erwähnt, schon sehr wichtig, dass man eben in diese lockere Schnur, in diese schlaffe Schnur twitcht, dass man dem Köder die Möglichkeit gibt, schön weit links und rechts auszubrechen. Wenn man die Schnur nur auf Spannung hat und dabei kurbelt, geht der mehr so nach vorne und bricht eben nicht so schön aus. Und wenn man mit der lockeren Schnur arbeitet, ist der Köder am Ende vom Wurf auch deutlich länger im Wasser. Das heißt, ihr könnt am Platz viel besser ausfischen. Sag mal, wenn der Wurf normal eine Minute dauert, wenn ihr die Schnur unter Spannung habt, könnt ihr mit der lockeren Schnur das eher so eine Minute 20, Minute 30 ausfischen. Das heißt, ihr gebt dem Fisch länger die Möglichkeit, euren Köder wahrzunehmen, den Köder zu attackieren. Und der Köder hat eben einen viel schöneren Lauf. Ich benutze noch Fluocarbon auf meiner Rolle. Das muss man nicht unbedingt, aber gerade jetzt im Winter, dadurch, dass die Fluocarbon ein bisschen Dehnung hat am Ende, sind die Schläge auf dem Wobbler nicht ganz so hart und er tanzt noch schöner auf der Stelle. Fluocarbon ist natürlich deutlich leiser als geflochtene Schnur, hat jetzt gerade bei dem Twitchen den Vorteil, ich schlage ja immer in die Schnur, dass meine Schnur nicht so viel Lärm unter Wasser macht. Gerade in stark beangelten Gewässern kann das den ein oder anderen Fisch mehr bringen. Fluocarbon hat auch noch ein paar andere Vorteile dabei. Hier vom Ufer spielt sie jetzt nicht den großen Vorteil aus mit der Tauchtiefe. Aber wenn ich zum Beispiel vom Boot oder vom Bellyboot angel und gegen das Ufer werfe, kann ich meine Schnur schnell unter Wasser bringen. Und da das Fluocarbon sinkt, nicht wie geflochtene Schnur schwimmt der, die Fluocarbon sinkt, bringt das meinen Köder schneller auf Tiefe. Das heißt, wenn ich eine Kante abfischen will, bin ich eher schneller unten an der Kante und bleibe auch unten an der Kante. Der Köder kommt nicht so schnell hoch. Das habe ich schon oft erlebt, dass das einen Riesenunterschied machen kann zwischen Fangen und Nichtfangen. Also twitchen, immer lockere Schnur. Und im Winter viele Pausen einbauen. Lange stehen lassen. Ich war gestern mit dem Boot unterwegs, war ganz lustig. Ich hatte meinen Köder draußen, habe angefangen zu twitchen. Hatte überlegt, na, könntest du ja mal einen anderen Köder drauf machen, der ein bisschen tiefer läuft. Und habe einfach meine Rute nichts mehr gemacht, den Köder stehen lassen, will in die Box greifen, war da am Rumwurscheln und auf einmal kommt nach mehreren Sekunden der Einschlag. Das war ein großer Barsch, der den Köder
vielleicht nicht genommen hätte, wenn ich durchgetwitcht hätte. Deswegen im Winter ruhig mal längere Pausen einbauen, das Ding stehen lassen. Das kann oft zum Erfolg führen. Ich hänge mal wieder hier vorne. Ich schätze, dass es kein Stein ist, sondern ein Stück Baum. Ja, der ist auch ziemlich fest. So, und Plan B. Hier in der Tasche. Das hatte vorhin schon mal sehr gut funktioniert. Mal schauen, ob das auch klappt, wenn die Kamera läuft. Ich habe mir hier so ein kleines Gewicht gebaut. Ein Snap. Was ich jetzt einmal in meine Hauptschnur einhänge. Das funktioniert oft sehr gut, wenn man im Nahbereich hängt. Dann bringe ich die Schnur jetzt schon mal ein bisschen auf Vorspannung. So, dass sie hier vorne nicht verwurschtelt ist. Und lasse das Gewicht jetzt einmal zum Köder runtergleiten und fange jetzt an, hier auch immer so zu schnipsen mit der Rute. Und das Blei hüpft jetzt da unten hin und her und hängt dann manchmal den Köder raus. Wenn das jetzt nicht klappt, das klappt oft, aber wenn es nicht klappt, ist das Ding natürlich auch noch weg. Das sieht sehr schlecht aus. Eben ist er. Und sieh da, mit ein bisschen Geduld haben wir unseren Köder wieder. Jetzt hänge ich das Gewicht einfach wieder aus. Man kann weiter angeln. Also nicht so schnell aufgeben, wenn man mal einen Hänger hat, immer viel schnipsen. Auch wirklich lange, ein bisschen fester, ein bisschen weicher. Wenn man da hartnäckig ist, kann man wirklich einen Großteil seiner Hänger wieder lösen. Und immer so ein kleines Gewicht dabei haben. Das kann auch ein Karpfenblei sein, einfach mit einem Snap. Dass man die Schnur einhängt für den Nahbereich vorne. Da kann man viele Köder auch wieder freirütteln. Sehr schön. Jo. Das war der andere Trick zum Hängerlösen. Okay, aber den hat keiner verstanden. Erklär nochmal. Das ist schwierig zu erklären. Das ist echt schwierig zu erklären. Wenn du hier im Baum hängst, ja, auf kurzer Distanz, dann bleibt natürlich nicht hängen, wenn man das möchte. Genau, weil ich habe das gesehen. Also ich hing da vorne tatsächlich quer in einem Baum. Ja. So oder so ähnlich. So, na jetzt bleibt er natürlich nicht hängen. Das wäre ja auch zu schön. Ja, so sah das aus. Genau, also ich konnte es sogar sehen aus so 5 Metern. Genau, wenn du so kurz davor stehst, kannst du ein bisschen Schnur geben. Gib mir der Baitcaster noch 3-mal besser. Ja. Und lässt quasi deine Rute in den Poplar schießen, dann löst du den Hänger. Ja, wieder was gelernt. Geil, danke. Ja, das ist das im Showgeschäft. Überragend. Der europäische Kormoran, ein Meister seines Fachs. Erscheint die Sonne am Himmel, stellt sich der Kormoran mit breitem Flügel auf Geäst und Holz, um sich zu trocknen und das Leben zu genießen. Ja, das ist er, ein Genießer, der europäische Kormoran. Sag mal, auf uns, okay? Ja. Oh, da gerade hier ausgefallen. In Ordnung sein. Nee, ist gut, passt alles. Ich hör dich. Alles klar, mal weiter. Ach, und dann. Was machen? Genau. Alles, danke.
wir probieren, klar, irgendwie alles. Ich denke auch immer so, das späte Licht und die Dämmerung. Und eigentlich müsste es doch jetzt mal funktionieren, aber wir haben weder einen Anfasser noch das Gefühl, dass gerade was geht. Also wir können nur eins tun, weiter versuchen und hoffen, dass noch was passiert hier in den letzten Minuten. Sehr, sehr zäher Tag geht zu Ende. Schön war es trotzdem. Hat Spaß gemacht. Definitiv. Also mit euch beiden weiß ich nicht, wie es nicht Spaß machen kann. Das auch nicht. Danke. Ja. Vielen Dank, dass du dabei warst, Flo. Danke euch. Danke an dich, Marc. Ich hab zu danken. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Total geil. Ja. Ich finde ja immer, so jeder Tag am Wasser ist geil. Ne? So, heute kam jetzt also nur in Anführungszeichen ein Barsch raus, aber der kam, glaube ich, auch noch auf Sicht und in drei Meter Entfernung. Also besser geht's ja nicht. Das war für mich wieder ein geiler Tag. Ich bin total dankbar, total happy. Sieht man ja, ne? Ich grinse. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr könnt jetzt noch was gewinnen. Und zwar das hier. Lieben Gruß von den Jungs von Lunatic und von Neuke Deutschland. Die haben so ein bisschen was eingepackt. Hier verschiedene Krebsimitate für euch. Den Smoking Dead gibt's, die Mighty Mama gibt's. Es gibt ein paar Haken für euch. Also ist ordentlich was dabei. Und du hast auch noch was, Marc. Ich habe auch noch was. Ja. Und zwar den Erfolgsköder von heute, den Ganki Gamera Twitch. Den packe ich auch noch oben drauf. Also gibt's ein fettes Paket wieder mal zu gewinnen. Na bitte. Sehr, sehr geil. Alles, was ihr dazu tun müsst. Kommentar da lassen und Kanal abonnieren, ihr seid dabei. Um halt natürlich auch die nächsten Videos nicht mehr zu verpassen, noch eben die Glocke aktivieren, dann haben wir es alles. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.